Dann gehen wir mal gerade zu dem Kollegen hier. Hallöchen, Weasel. Alvaro hat einen Klingenstab im Keller. Na, das klingt doch nach einer günstigen Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass Sid und Delgado dir die nötigen Talente beigebracht haben. Nun, falls nicht, solltest du das nachholen. Und was mache ich mit dem Klingenstab? Du wirst ihn zurückgeben, wie ein anständiger Bürger das tut. Natürlich nicht, ohne einen angemessenen Finderlohn zu kassieren. Und darauf wird Alvaro sich einlassen? Er ist Geschäftsmann. Solange du nicht zu unverschämt wirst, wird er es sich zumindest überlegen. Oh, dann wird's schwierig, wenn ich nicht zu unverschämt werde. Oh. So, wir müssen zu Sid und Delgado und uns die nötigen... Naja, Mist. Müssen wir schon wieder Geld ausgeben? Ich hab doch keins mehr. Ich hab doch schon die Olga bezahlt und dann noch gerade den Typen bestochen. Ach, Mensch. So ein teures Plätzchen hier und ich kann nicht so viel Gold machen, wie ich hier ausgeben muss, schrägstrich will, schrägstrich kann. Sid, ich brauch dich, nachdem ich gespeichert habe. Ich will den Doyle aber nicht verpfeifen, ich bin auch keine Pfeife. Kann ich auch nicht machen. Und der Doyle sollte ja auch schon längst raus aus der Stadt sein, hoffe ich mal. Der Delgado. Ich guck mal ganz kurz nach Sid und ich guck auch mal ganz kurz, was die beiden Bauern machen. Ob es der Frau besser geht inzwischen. Arno und Doyle. Ach, die Frau liegt da immer noch. Ich hab auch noch anderes zu tun. Ja. Ich hab nachgedacht. Oh Mist. Was kommt jetzt? Ja. Es ist besser, wenn du verschwindest. Für immer. Dann kannst du Sid keine Probleme mehr bereiten. Oh nein! Du willst doch nicht etwa... Du kannst doch nicht... Kann ich nicht? Warte, ich soll verschwinden? Dann werde ich verschwinden. Ich tauche ab, verlasse die Stadt und werde nie wieder zurückkommen. Ich schwöre dir bei der heiligen Flamme, alle werden davon überzeugt sein, dass ich tot bin. Aber letztendlich hängt es von dir ab. Was ist? Habe ich eine Chance? Kennst du etwa einen Weg aus der Stadt? Kennst du etwa einen Weg aus der Stadt? Ich werde einen finden. Notfalls springe ich über die Stadtmauer. Gut. Ich spiele dein Spiel mit. Ich gehe zu Sid und sag ihm, dass du verschwunden bist. Sehe ich dich danach noch einmal in der Stadt, zwingst du mich ernst zu machen. Oh, danke. Ich schwöre, du wirst mich hier nie mehr sehen. Sprach's und saß einfach weiter auf dem Boden herum. Ja, der Doyle hat's wirklich eilig und hat riesig Angst. Huch. Ich will doch nur schlafen. Entschuldigung, ich wollte nur mal nach dir sehen. Ach, die arme Frau. So, Delgado, ich brauche deine Künste, deine Talente. Hallo. Kannst du mir was beibringen? Ich halte mein Wort. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du ein guter Taschendieb wirst. Das wäre super. Ich will ein besserer Dieb werden. Geschick plus 5, 80 Gold, Taschendiebstahl 1, 100 Gold. Oh, Mann. Ich will ein Taschendieb werden. Eine Person, die auf ihre Goldbörse achtet, kann man nicht beklauen. Das ist unmöglich. Ich bin hier, damit du mir zeigst, wie ich klaue, nicht damit du mir erklärst, dass es nicht geht. Warte es ab. Um jemandem also was zu stehlen, muss derjenige abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Stelle ihm am besten eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Und das war's schon? 250 Gold, ach Mann. Warum stehst du eigentlich rum, Taschendiebstahl? Ach komm, ich speichere mal und dann... Hey! Das ist zu riskant. Ich glaube nämlich auch. Den Taschendiebstahl-Profi zu beklauen ist, weiß ich nicht. Hallo Sabrosa! Du, das ist gerade ganz schlecht. Ach schade, naja. Hätte ja klappen können. Sag doch mal, Fuller. Frag jemand an. Na gut, hätte ja klappen können. Hallo Costa! Deine Waren sind viel zu teuer. Wenn du kein Gold hast, dann verschwinde hier. Bettler kann ich nicht ausstehen. Na gut, dann gehe ich eben. Ha, wir haben ihn beklaut. Ja, beklaut. Aber ich möchte natürlich auch keine armen Leute beklauen. Ich möchte natürlich nur reiche Leute beklauen. Hallöchen, schöne Frau. Erzähl mir von dir.
Was soll ich da schon erzählen? Sid ist mein Freund, ich mag ihn. Naja, ich mach für ihn sauber und koche und so. Aber er redet kaum mit mir. Oh. Ich meine, er ist ein guter Liebhaber. Erzähl weiter. Wir Stadtmädchen müssen uns von den Bauern abheben. Hast du die einfachen Kleider gesehen, die anhaben? Kein Stil und so. Was will man von Frauen erwarten, die den ganzen Tag im Dreck wühlen? Dass sie nett sind im Gegensatz zu dir. Tja, du hast es nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden, der sich für die Probleme anderer interessiert. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, verschwinden sie. War schön, mit dir zu reden. Ach Mensch, das arme Mädchen. Und ich glaube, jemand hat ihr gerade Gold geklaut. Ach ja, sie hat's schon schwer. Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Aber er ist eh tot. Doyle ist verschwunden. Und ich will hoffen, dass er auch nie wieder auftaucht. Was hast du mit der Leiche gemacht? Ach, ich will's gar nicht wissen. Nun, da ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss, können wir uns ums Geschäft kümmern. Sehr gut. So, ich habe deinen Arsch gerettet. Das stimmt. Ohne deine Hilfe müsste ich jetzt wahrscheinlich die Stadt verlassen. Also, was kannst du für mich tun? Scordo weiß bereits, dass du mir geholfen hast. Ich denke, das wird sich für dich auszahlen. Außerdem kann ich dir noch ein paar Tricks beibringen. Wenn du schleichen oder ein Schloss mit einem Stück Draht aufkriegen willst, bin ich dein Mann. Und wenn du Dietriche brauchst, meine Süße hat eine hübsche Sammlung. Gut zu wissen. Wer ist denn eigentlich nochmal der Typ? Wer ist Scordo? Unser wichtigster Mann in der Stadt. Du wirst ihn schon noch kennenlernen, keine Sorge. Na gut, ich dachte schon, ich habe was verpasst, dass ich den nicht kenne. Hast du einen Auftrag für mich? Ja. Jetzt, da klar ist, dass wir uns nicht vertreiben lassen, wird es Zeit, dem Orden eine Lektion zu verpassen. Ich meine, diese Penner stehlen den Bauern die Kühe und rationieren unser Essen. Was soll als nächstes kommen? Kontrolliertes Pinkeln? Und? Und Leute wie Dagel, der Fleischer, lassen sich vom Orden benutzen. Das muss ein Ende haben. Wir müssen dem Fleischer klar machen, wer ihn beschützen kann und wer nicht. Was genau soll ich tun? Geh zu Dargel und erinnere ihn mal an den guten alten Don Esteban. Das werden wir tun, aber vorher... Ich will ein besserer Dieb werden. Ach, Mist. Ich dachte, der hilft uns jetzt kostenlos, weil wir ihm den Arsch gerettet haben, aber nee, das sind alles knallharte Geschäftsleute im Gegensatz zu uns. Und wenn ich uns sage, meine ich natürlich zu mir. So, Dargel. Du hast Dargel in den Haaren. Ach, du hast ja gar keine Haare oben. Naja. Ich habe mal eine Frage. Also erstmal, hier habe ich einen super Witz. Das ist zu riskant. Schade. Hast du schon mal über Schutz nachgedacht? Die Ordenskrieger beschützen mich. Und die Jungs sind gut. Sie halten dir vielleicht das einfache Volk vom Hals, aber was ist, wenn es jemand auf dich abgesehen hat? Aha, daher weht der Wind. Du kommst vom Don, hä? Willst schnell ein paar Goldstücke abgreifen. Das haben schon ganz andere versucht. Ach, ist das so? Muss ich dir erst wehtun? Na endlich! Ich dachte schon, du wolltest nur reden. Ich hau dich um, du Wurst. Ich mach dich Hackfleisch. Oh, oder du mich. Mann, 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 der alte Mann ist gut in Form. Ja. Ich will immer den mittleren Mausknopf drücken, um die Schläge abzuwehren, aber es funktioniert natürlich nicht. Na los, schlag zu, trau dich. Mist. Nein, trau dich lieber nicht. Ja. Na los, komm schon. Na? Mist, nein, 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 nein. La 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 la. Ciao. Mist, Mist. Na los. Ich hab doch geblockt.
Ja! Na los. Ach, Scheiße! Na? Fettmann? Mann, wieso entwaffnet er ihn denn nicht? Ja. Ja. Oh. Scheiße, 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 Scheiße. Endlich mal, was los hier? Ja. Ich will Blut sehen. Tja, aber doch nicht meins. Mist, ich lade mal lieber. Ich versuche die ganze Zeit den Typen zu entwaffnen, aber jedes Mal lässt er einfach den Schild sinken, statt einfach diesen Move auszuführen. Entweder bin ich da zu hibbelig oder ich bin zu langsam, ich kann es nicht genau einschätzen. Braucht man irgendwie ein gutes Timing oder ich brauche ein besseres Timing, ich weiß es nicht genau. So, ich kann aus einem Wasserfass trinken, das ist ja ganz faszinierend. So, pam, pam. Na komm schon. Endlich mal, was los hier? Yeah. Ja. Ich will Blut sehen. Na los, greif an! Los doch! Ja. Los doch! So, jetzt war es zu spät einfach. Weiter! Ich will Blut sehen. Der ist mit seinem Schlägel auch irgendwie mal schneller bei der Hand als wir. Weiter! Scheiße, du Drecksack, du Elend. Los doch! Fuck you, fuck you, fuck you. Ich bring dich um. Ja. Los doch! Ich will Blut sehen. So. Los doch! So, alles nehmen. Na, Gott sei Dank. Hey, Cutter, du bist es. Katharina Saalfrank ist auch da. Na, Dagel? Was willst du hier? Sag doch mal. Wie sieht es jetzt mit Schutzgeld aus? Tja, die Schlägerei war nicht schlecht. Warum sollte ich darauf verzichten? Ich sagte dir bereits, ich zahle nicht. Und jetzt schwör ab, du Ratte. Quest abgebrochen? Wie Quest abgebrochen? Ach, jetzt kommen die mir... Solange du hier bist, hältst du deine Finger schön bei dir. Halt die Fresse. Was willst du hier? Halt die Schnauze, bevor ich euch alle umlatze. Mit meinen 3 Lebenspunkten, die ich noch habe. Scheiße, wie kann ich dem beikommen? Aufs Maul hauen reicht scheinbar nicht. Dagel wird nie zahlen. Er prügelt sich einfach zu gerne. Mach dir nichts draus, Kleiner. Er ist ein harter Knochen. Bisher hat es noch keiner geschafft, Dagel was abzunehmen. Und was machen wir jetzt? Er meint, er braucht keinen Schutz. Dann soll es so sein. Wir werden ihn eines Besseren belehren. Wir nehmen uns das, was er uns nicht geben will. Was soll ich klauen? Dagel hat eine persönliche Truhe, die sich mit entsprechender Übung und einem Stück Draht aufbrechen lässt. Woher weißt du das? Das hat mir ein kleines Vögelchen gezwitschert. Alles, was er sich verdient hat, sammelt er darin. Räum seine Truhe leer, komplett leer. Vielleicht wird ihm das eine Lehre sein. In der Fleischerei ist viel los. Dann wirst du vorsichtig vorgehen müssen.